Hallo. Okay. Deine Haare sind abgeschnitten da oben. Nein. Ungefähr so ein Stück deiner Haare sind, also so ein Fingerbreit. Aua, au! Babe, die aufschlitzen! Aua! Kann man ein bisschen neu hier nach vorne? Ja, genau. Schneidersitz? Nee, alles gut. Du bist schon voll weit am Rand. Nee, ich beug mich hier nach vorne. Du machst die Ansage. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nein! Tobi schminkt mich heute. Ich bin jetzt schon überfordert. Mach uns was zum Schluss. Guck das doch ab und zu mal bei dir. Ach echt? Und guck ich mir deine Schminkvideos an? Nein, ich sehe es auch bei dir, so, wenn du dich schminkst. Aber ich mache ja auch ganz wenig. Ich frage mich, wann du das machst und was überhaupt davon. Also ich habe hier diverse Farben. Puder. Oder so. Stelle halt in die Hand aus dem Gesicht nehmen. Ich habe gehört, so, mit sowas kann man die Wangenknochen ganz gut. Wo sind die? Da ist ein Knochen. Gebe mir Mühe. Ich glaube, es kommt mit deinem Gesicht richtig gut. Ja. Okay, das ist die Grundierung. Nimm sie gleich den großen hier. Oh. Nee, das passt ja gar nicht. Wenn ich so eine Wand anpinseln würde. Eine Wand? Eine Rolle wäre ganz praktisch. Ist das Hautfarbe? Wie macht man es eigentlich mit dem Hals und Ansatz und sowas? Irgendwann ist der Schluss. Soll ich nur bis zu einem Kinn kommen? Soll jetzt erstmal dezent sein? Wo hast du schon öfter geschminkt von anderen? Ich glaube nur einmal von Molly. Von anderen Menschen? Überhaupt? So meine ich das nicht. Mund zu bitte. Was nehmen wir denn jetzt für eine Farbe? Was für ein Ton bist du? Bist du ein Dunkelton? Wir haben auch nicht nur diesen Pinsel, ne? Warte. Nicht ins Gesicht fassen, du machst mein ganzes Kunstwerk kaputt. Ich glaube, ich bin auch gar nicht so der Pinseltyp. Oh, oh, das sieht schon irgendwie abgefahren aus. Oh, ich schwitze wohl. Ich bin nervös. Sieht jetzt gerade noch nicht so geil aus. Das juckt voll in meinem ganzen Gesicht. Entschuldigung. So. Ich muss tun, dass es besser wird. Das ist schon zu spät. Eigentlich siehst du es noch nicht. Ich habe einen Q-Tip in der Hand. Die bringen gar nichts. Doch, hier. Oh. Also die beim ESC hat zu mir gesagt, wollte ihn bemutten, ich meinte, möchtest du den selber anlecken? Möchtest du? Nee, danke. Ach, ist irgendwas in meinem Auge, in Haar oder so. Oha. Oha. Also, als nächstes kommt das hier in braun. Mach ich mal unter die Augen einfach. Da ist noch nicht genug dunkel, ist nur ein bisschen schwarz. Okay, dann kommt das über die Augen. Mach mal wieder Augen zu. Ist es dafür gedacht? Das geht nämlich nicht. Oh, das geht doch. Kopf hoch, bitte. Augen zu. Nee, also ich mache jetzt mal hier so eine Umrandung, die grenzt das ja ab. Eine Art später Smoky Eye. Hier, das mache ich. Brennt es, habe ich irgendwas ins Auge geschmiert. Eine Pharaonenblick. Das braucht man bestimmt aber nicht mit braun. Doch. Du bist so ein Typ dafür. Oh ja. Oh, richtig cool. Ey, ich bin richtig talentiert. Jetzt kommt das Güldene und verlängert natürlich das Auge. Ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich auf die Augen, weil es ist ja das Wichtigste im Gesicht. Ein Auge. Das sind diese Schminktipps, die ich damals geguckt habe, als ich noch ein Mädchen war. Boah, sieht richtig gut aus. Kannst du öfter machen. Tada! Es sieht richtig gut aus. Voll. Man kann auch noch denken, du hast im Bergwerk gearbeitet oder als Schornsteinfeger. Weiß. Der Stift leitet meine Hand. Oh, das gefällt mir. Das ist fast wie im Musical Cats. Du musst den Finger wegnehmen, sonst leitet mich der Stift ja nicht. So königlich.
Ja, Entschuldigung. Oh nein! Was ist denn das hier? Das interessiert mich. Ein Dipplein. Ich dippe also nur. Und zwar dippe ich jetzt hier ein paar Punkte rein. Boah, geil. Ja. Ey, stopp, stopp, stopp. Die Achten. Warte, ich brauch diese Kerbe hier. Und nicht kneifen. Oh, Scheiße. Brauch mal die Stützi. Achtung. Benutzt du sowas? Ganz selten. Also solche Punkte habe ich auch noch nie gesehen. Komisch. Infinity Bronze. Ist das Kupfer oder was? Nee, ist ja Bronze, ne? Okay, also hier nämlich in die Mitte. Früher habe ich geschminkt, das Musical König der Löwen. Cats halt, wie gesagt. Irgendwie fehlt da noch was. Entschuldigung. Ich glaube, das Holz oder so. Stimmt. Dann sehen wir an. Schwarz und braun, das sind deine Töne, die Blondine. Bei deinem Hauttyp. Ja. Das weiß ich ganz genau. Komme ich jetzt hier um dieses Ding her? Um dieses Ding? Welches Ding? Au! Schnell mal durchziehen. Au! Ich finde, du siehst recht pazifisch aus. Pazifisch? Warum ist das immer so verdammt viel? Oh ja, Silberblitz. Wir machen das an die Augenbrauen. Es fehlt noch was ganz Kräftiges. Ab auf die Lippen. Ich mach mal ab hier. Oh. Und auch. Ja, so geht das so viel besser. Genauso wie ich mir vorgestellt habe. Die Lippen fehlen noch so eine Kontur. Nicht die Mund. Also wenn, ich glaube, wenn ich den Mundwinkel richtig betone, sieht es aus wie ein Clown. Jetzt geht das ja noch. Es liegt nur an dem Mundwinkel. Nein. Aber das ist fast das Ergebnis, was ich haben wollte. Warum steht denn da gratis drauf? Den habe ich übernommen schon. Und? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? War es so, wie du es machen wolltest? Ja, es war genauso, wie ich es machen wollte. Bitte, schau mal in die Kamera. Tada! Nee, warte, ist das wirklich nicht wirklich so aus? Ich dachte, das wäre ein Filter bei Snapchat. Ach du Scheiße. Julie! Das sieht alles so aus wie ein Snapchat-Filter. Wow, und so diese Schattierung hier ist so wirklich gut hinbekommen. Sieht auch aus, als würde ich immer so machen. So. Ich habe plötzlich Gesichtszüge, die ich noch nie vorher in meinem Leben hatte. Ich bin sehr zufrieden. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Gut. Dann schwingen von Helene. Tschüss!